Mr. Driscoll, es gibt noch ein paar Vorbehalte gegen die Bewilligung Ihres Strafverlasses. Mr. Driscoll, während Ihrer ganzen Haftzeit haben Sie keinerlei Reue gegenüber Ihren Verbrechen gezeigt und dennoch wollen Sie auf Bewährung freigelassen werden. Mein Gedächtnis ist ein leeres Blatt. Wie soll ich Reue empfinden, wenn ich mich an nichts erinnern kann? Stacy Keach. Ich habe gehofft, Sie könnten mir vielleicht helfen. Wem hat er gehört? Ich war die letzten 17 Jahre im Gefängnis. Mein Gesicht wurde zusammengeflickt. Sie haben ein gutes Gesicht. Geneviève Bugeaud. Du willst doch nicht etwa mitfahren. Dir ist doch wohl klar, dass dieser junge Mann nicht nur dein Mittagessen wollte. Was ist passiert? Mr. Erickson scheint mich nicht sonderlich zu mögen. Ich habe das Geld. Und ich habe die Macht. Es wird für dich kein Zurückgehen. Doch nicht einmal das Feuer kann die Wahrheit vernichten. Denn die Wahrheit ist stärker als das Verbrechen. Zwei Fremde werden darin verwickelt und setzen dabei sogar ihr Leben aufs Spiel. Ein Mann ohne Vergangenheit und eine Frau, die verzweifelt nach der Wahrheit sucht. Ich bin ganz sicher, dass Sie Harlan Erickson sind. Dann müsste ich mich doch erinnern, dass ich ein Mädchen totgeschlagen habe. Das ist der Bruder, den ich kenne. Mein Bruder ist tot. Harlan, alle dachten, du bist tot. Halt mal! Anders aus. Aber sieh mir in die Augen. Evil Blood. In den Hauptrollen Stacy Keach, Geneviève Bugeaud, Veronica Cartwright und Mimi Maynard.